Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Folge Little Farmer. Jo, wir sind wieder auf der Ellerbach. Heute geht es für uns. Wieso? Ach so. An Aussaat. Ich habe erstmal ein neues Gespann gekauft. Was heißt ein neues Gespann? Ich habe den Brandner weggegeben. Das war ja ein Kipper. Und habe mir jetzt dafür einen Fliegel geholt. Einen Abschieber. Der hat, glaube ich, 26 Kubik, so irgendwas. Ein bisschen mehr wie der Brandner. Und eben der CVX 170. Genau, der hat 167 PS. Der Fiat Agria hat ein bisschen mehr, der hat, glaube ich, 180. Von dem her passt er eigentlich ganz gut in unseren Fuhrpark. Wenn er jetzt ein bisschen groß und wuchtig aussieht für den Hof, der Deutsch da unten, der ist nicht viel kleiner. Also der ist von der Höhe und von der Länge her fast gleich wie der Case. Der Case ist ein ganz kleines bisschen höher, aber Länge und sonst also fast alles identisch. Er sieht zwar jetzt wuchtig aus, aber er passt eigentlich zu uns auf dem Hof ganz gut. Genau, heute gehen wir an die Aussaat. Ich zeige euch das kurz in Schlagartei. Ich möchte jetzt da noch auf dem Feld 88 Getreide verstecken heute. Da machen wir Gerste Aussaat oder Gerste knallen wir da rein. Da haben wir jetzt noch heute und morgen Zeit. Gerste heute und morgen Zeit. Ja, beim Weizen haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Mit der Ellerbach habe ich mir überlegt, ich glaube, wir bleiben auf der V1.0. Ich glaube, das Update kommt nicht so schnell. Und wenn wir jetzt da weiterspielen, wird es immer mehr zum Einrichten und Wiederherstellen vom Spielstand und das Ganze. Das wird dann für mich schon fast zu aufwendig, denn, sodass ich mich entschieden habe, dass wir auf der V1 bleiben. Was ist bei der V2 dazugekommen? Es sind, glaube ich, ein paar neue Gebäude sind dazugekommen, neue Fruchtarten. Und das war es eigentlich schon. Wenn, dann könnt ihr ja auch vom Yogi-Projekt verfolgen auf der V2.0, wenn er da drauf Bock hat. Der ist ja auch schon aktuell auf der V2.0. Ja, das wird mir sonst so schwierig. Ich möchte jetzt auf der Ellerbach Videos weitermachen. Da gibt es aber noch Update dazu, wie es da weitergeht. Also, was mir jetzt Videos machen, ist Ellerbach und Map-Vorstellungen. Big Farmer und Livestream, ja, Livestream machen wir den Big Farmer und Multiplayer auf der Kandelin. Das gibt's dann als Livestreams und als Videos gibt's dann nur noch Map-Vorstellungen und eben Little Farmer. Dass man da einfach ein bisschen schneller vorankommt. Ja, komm, das erzähle ich euch kurz. Ist eigentlich nicht so viel. Also es wird jetzt so sein, dass ich Little Farmer und Map-Vorstellungen, da gibt es jetzt von mir Videos. Und ab jetzt gibt es wieder von mir Multiplayer. Ich muss das Server noch einrichten. Aber dann starten wir als Multiplayer auch wieder durch mit 6 Leuten auf der Kandelin. Und dann eben Big Farmer werde ich dann auch live streamen. Also gibt es dann jetzt auch keine Videos mehr, sondern mir werden, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auf der Ostseeküste. Ja, ich würde mal sagen, wir startet auf der Ostseeküste durch. Es ist ja so, ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, dass ich jetzt beim Fendt Vario 936 Beta-Tester von seiner Karte bin, also mit dem Billy Mais. Also die beiden sind als Billy Mais und als Fendt Vario 936 bei Forbidden Mods bekannt. Und Billy Mais und ich, wir beide testet jetzt die Karte vom Fendt Vario 936. Das ist der Mapper von den Niederrhein, wo ich euch ja neulich ein Update gezeigt habe, wo noch ein paar Fehler sind. Die habe ich ihm auch gemeldet, aber der Billy Mais hat auch noch einiges gefunden gehabt. Ich denke mal, da wird es jetzt ein Update geben irgendwann, aber ja, ihr wisst ja, die machen das auch in ihrer Freizeit. Wenn und wenn das kommt, kann ich euch jetzt sagen. Aber er ist schon an einer neuen Karte mappe und da sind wir dann auch wieder Beta-Tester. Ich weiß jetzt nicht, wie man es macht. Darf ich da Videos machen, wenn man Beta-Tests macht? Oder darf ich sie also vorstellen, darf ich sie, bevor sie veröffentlicht werden? Und ja, die sind bei mir, die zwei sind bei mir jetzt auch im Multiplayer dabei. Also Billy Mais, Fendt Vario 936 und dann ein ehemaliger Arbeitskolleg von mir, der wohnt im Nachbardorf. Und nochmal zwei Abonnenten von meinem Kanal, die wohnt auch 20, 30 Kilometer von mir weg, sind jetzt auch bei mir im Multiplayer dabei. Da sind wir dann 6 Leute. Und ja, Little Farmer werden wir jetzt so spielen, wie ich euch mal gesagt habe. Wir werden den Hof aufbauen. Alle Tiere, 120 Kühe sind es, also nur 120 Kühe, sonst hat, sie nicht, hat der Betrieb nichts, keine Schafe oder so. 120 Kühe, schuldenfrei wäre und dann 1 Million Euro verdienen. Wie ich es da drüben mache mit dem Hof, weiß ich nicht. Wir werden es so machen, sollte die Güllegrube voll wäre
und wir kriegen die Gülle nicht los. Müssen wir die Biogasanlage dazu kaufen. Ja, im Real ist es ja auch so, wenn eine Güllegrube voll ist, lässt der Landwirt ja auch nicht überlaufen, sondern verkauft die Gülle an einen, oder vergibt die Gülle an einen Biogasbetrieb und holt dafür den Gärreste als Dünger zurück. Und so werden wir es auch machen. Aber ich weiß nicht, ich kann euch jetzt sagen, wie viel das da reinpasst. Wir schauen mal kurz im Tiermenü. Da gibt es nur einen Balken. Gülle, das sind jetzt gerade mal das kleine Bälkle. Da ist jetzt gerade mal, das sind knapp 3000 Liter. Ja, schauen wir mal. Wie ich denn live streamen werde, Big Farmer? Ich denke mal, wir machen auf der Ostseeküste weiter. So werde ich es auch dann im neuen LS machen, also im LS 25. Ich denke mal, dass der kommt. Werden wir es dann genauso spielen wie jetzt auch Little Farmer, wie ich euch gerade erklärt habe. Muss ich nur unter euch in Beschreibung reinschreiben. Da könnt ihr immer in der Beschreibung schauen, was so das Ziel von meinem Projekt Little Farmer ist. Genau, wenn wir das Ziel erreicht haben, stelle ich euch zur Auswahl drei neue Maps, also auch wieder kleinere Karte, also Little Farmer Karte. Oder einfach auf der LRB 18 Folge weiterspielen. Also einfach just for fun, weil wir ja das Ziel erreicht haben. Ja, und dann dürft ihr entscheiden. Also es sind dann vier Sachen, die ihr zur Auswahl habt. Drei Karten, drei neue Karten oder einfach 10 Folge weiterspielen auf der LRB. Und danach mache ich dann eben weiter wieder die gleiche Umfrage mit der gleichen Karte oder vielleicht noch eine neue Karte. Und dann dürft ihr auch wieder entscheiden. Und dann eben die vierte Frage auch wieder 10 oder weiterhin nur mal 10 Folgen. Also dann immer 10 Folgen. Aber das dürft ihr entscheiden. Bei der Big Farmer werden wir so machen. Wir werden, ja, mal schauen, vielleicht 30 Folgen spielen. Mal schauen, wie man kommt, wie es aussieht. Und dann stelle ich euch auch wieder neue Karte vor oder eben auch wieder 10 Folgen weiterspielen auf der Ostseeküste. Ja, 50 Folgen, es kann, wird vielleicht ein bisschen, ja, jetzt mal schauen. Weil Big Farmer werden wir ja live streamen. Und da haben wir halt dann an einem Abend, in einer Folge haben wir dann meistens auch so 2 bis 3 Stunden Spielzeit. Deshalb habe ich mich so auf 30 Folgen oder so konzentrieren. Da sind wir aber locker auch bei 100 Stunden oder, ja, mal schauen, wie man es macht. So, dass ihr jetzt einfach mal einen Überblick habt, wie es bei mir weitergeht. Weil jetzt nur angezockt werde ich jetzt mal stoppen, weil das wird mir sonst einfach zu viel. Ich möchte mich jetzt einfach auf die beiden Sachen, Videos konzentrieren. Und wenn ich dann Glasfaser habe, auf die andere Sache konzentriere. Auf die andere Sache konzentriere, Multiplayer und eben Livestreams, sodass wir zwei Projekte livestreamen, also einmal Livestream im Singleplayer und einmal Livestream Multiplayer und dann eben Videos Ellerbach und Map-Vorstellungen. Ja, mal schauen, ich weiß jetzt nicht, auch an der Stelle nochmal an euch beide vielen Dank für das Vertrauen, dass ich jetzt Beta-Tester sein darf. Das freut mich riesig. Und deshalb ist jetzt auch das Projekt oder halt wird es jetzt auch auf meinem Kanal eine kleine Umstellung geben. Es gibt nicht weniger Videos, aber es gibt halt mehr Multiplayer oder halt mehr Livestreams, Singleplayer, Multiplayer und eben Videos nur noch Little Farmer und Map-Vorstellungen. Okay, dann würde ich sagen, mir geht die Aussaat. Ich nehme jetzt gerade mal den Puma heute. Ja, ich habe realistische Motorscheide mit drauf. Normal müsste ich den jetzt erst ein bisschen warm laufen lassen. Ich muss jetzt auch nochmal alles neu einstellen. Ja, das funktioniert. Okay, das funktioniert auch. Warte, kann man kurz aussteigen. Habe ich die Tierfutterübersicht? Die habe ich, glaube ich, auch drauf. Mixrezeptur. Ja, genau. Habe ich auch mit drauf. Okay, super. Gehen wir, da wieder, ne, schließe. Ich habe gerade geguckt, habe ich auf R3 ein. Da habe ich gar nichts drauf. Okay. Ja, okay. Dann wäre das auch drauf. Okay, super. Dann müsste alles wieder stimmen. Bis auf VCA, Allradantrieb und das Ganze will nur irgendwie noch nicht funktionieren. Da muss ich nochmal schauen, was da wieder los ist, warum das nicht funktionieren will. Okay, dann würde ich sagen, Sämaschine ankoppeln. Zack, die Drohne. Ja, das ist jetzt das Update. Da mache ich nicht nochmal ein neues Update. Das war jetzt ein kurzes Update.
Wenn wir auf der Little Farmer mal so ein Feld haben, wo mir auch nochmal ansät, wenn man zum Beispiel nur zweites oder drittes Feld ansät mit der gleichen Getreideart, kann sein, dass ich dann einfach mal eine Folge Timelapse mache mit Musik dazu. Ja, dass es da auch ein bisschen Abwechslung gibt. Da wird es dann jetzt auch einfach viel mehr Ellerbach gäbe oder halt Little Farmer oder halt nur noch Little Farmer Videos. Ja, das Problem ist halt immer, das musste ich jetzt selber feststellen, wenn du zu viele Projekte machst und du machst 3-4 Folgen von einem Projekt und bist mal eine Woche auf einem anderen Projekt, musst erst wieder schauen, wo war ich jetzt da, wo muss ich anfangen, und das nimmt halt gleich auch wieder mal eine Stunde in Anspruch, und gerade unter der Woche abends ist das halt für mich auch ein bisschen schwierig. Das Lenkrad. Jetzt geht's. Es hat jetzt gerade so einen richtigen Widerstand gehabt. Ja, dann muss ich halt auch immer erst eine Stunde wieder gucken, wo war ich und wie geht's weiter. Das ist halt immer alles ein bisschen schwierig. Wenn du denn da alles oder mehrere Projekte spielen möchtest, so ist es für mich auch ein bisschen entspannter. Und wir kriegen auch ein bisschen Abwechslung in die Projekte rein. Also es ist immer das gleiche Projekt. Ja, ich wollte ja eigentlich mal so spielen. Kann man gar. Okay. Das muss ich auch nochmal ein bisschen verschieben. Das gefällt mir gar nicht da. Ich weiß nicht, das verstellt es bei mir immer wieder. Ich muss gerade gucken. Ach, da ist das bei mir ein Stück im Bildschirm drin. Oder so. Ich glaube, so ist es besser. Dann lass es mal da. Das hat können wir eigentlich nachher auch ausschalten. Ich muss gerade schauen, habe ich das auch belegt gehabt? Das hat ausschalten? Nee, das muss ich glaube auch noch über das Ding machen. Über Easy Development. Maschine anheben. Ja, das ist, weil ich Maus eingeschaltet gehabt habe, Precision Farming von der Ding von ProSeed, das den Kasten zu verschieben, muss man oben aufs Mausrad drücken, dass ich den Mauspfeil bewegen kann, und dann kann ich ihn aussteigen. Das habe ich jetzt nicht geachtet. Ich muss wieder aufs Rad drauf drücken, dann ist der Pfeil weg, und jetzt funktioniert wieder alles. Jetzt müsste sich eigentlich die Und jetzt müsste ich eigentlich auch Zähmaschine anheben lassen. Ja, passt. Ich glaube, der wird vorne ein bisschen leicht. Wir müssen noch Gewicht anhängen. Ah, das hängt, glaube ich, nur am. Muss ich gerade schauen. Haben wir hier noch eins rumstehen oder muss ich das vom Fiat abhängen? Weil ohne Gewicht geht da gar nichts. Ich meine, wir haben noch eins rumstehen, oder? Am Fiat hängt eins. Ja, komm, hängen wir das kurz ab. Ist der abgehängt? Ja, genau. Okay. Dann hängen wir das kurz ab, sonst muss ich jetzt wieder. Ah, nee, halt, ich muss ja eh runter an Shop zum Sackgut holen. Ja, dann kaufen wir uns dort gleich Gewicht. Genau. Okay, super. Da holen wir uns doch gerade Gewicht und hängen das an. Ja, soweit müssen wir eigentlich kommen. Für den müsste eigentlich das Gewicht jetzt so das Problem sein. Bis dort runter müssen wir auch kommen. Vorwärtsgang, Kerle. Ja, ich freue mich auf Multiplayer. Das wird auch wieder richtig interessant, gerade auf der Kandelin. Wir werden uns da auch mit der Bodenbearbeitung ein bisschen auf größere Maschinen konzentrieren. Ja, 9 bis 12 Meter Arbeitsbreite. Ich denke mal, dass wir so machen, dass wir zweigleisig fahren. Eine 9 Meter und eine 12 Meter Sämaschine für die größeren Felder. Natürlich werden wir jetzt auch die größten Klopper von den Feldern nehmen. Wir werden uns so auf 30, 40 Hektar werden wir uns konzentrieren. Also Feldgröße so 150, 160 Hektar. Das ist dann schon ein bisschen zu too much für 6 Leute, sodass wir uns nur auf 30 bis 40 Hektar Felder konzentrieren werden. Genau, ansonsten gibt es eigentlich jetzt nichts, ja. Ich hoffe, ihr versteht es, dass es für mich jetzt auch ein bisschen dann entspannter ist. Ja, es gibt immer wieder mal ein bisschen so Neuigkeiten von meinem Kanal, wie es weitergeht. Oder
wie es vorangeht oder so. Ja. Es ist für mich jetzt auch einfacher, wenn ich immer nur ein Projekt spiele und halt eben Map-Vorstellungen. So kommen wir jetzt auch mit den Projekten ein bisschen schneller voran. Ja, ich werde es jetzt mit Multiplayer entkommen, würde ich auch Big Farmer weiterhin Videos machen. Aber so werde ich jetzt wahrscheinlich Big Farmer, live streamen. Multiplayer werden wir nur am Wochenende spielen, weil die meisten haben auch Familie mit Kindern. Und da ist es halt auch schwierig, unter der Woche zu spielen. Wahrscheinlich Freitag, Samstag, Sonntag. Jetzt mal schauen, wie es bei der anderen läuft oder wie die andere Zeit haben. Oder eben auch nur Samstagabend oder Sonntagabend. Sonntagabend weniger, aber ich denke mal eher Freitag, Samstag. Das wird da so unseren Plan sein. Aufklappe die Geschichte. Mal schauen. Wie klappe ich die Geschichte auf? Oder ist es überhaupt gar nicht konfiguriert? Jo, das ist wieder das Problem. Ich habe das auf 12 konfiguriert. Wenn du zu schnell drauf drückst, reagiert das nicht. Also es war doch konfiguriert. Ja, jetzt funktioniert. Ja, das ist immer ein bisschen das Problem. Aber ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir die Einstellungen auch drin. Oder war es Einstellung, ich habe sie drin gehabt, aber ihr wisst ja bei Logitech, dass manchmal die Sache immer gleich reagiert. Ja, da muss man sich auch erst ein bisschen dran gewöhnen oder einfach ein bisschen Zeit lassen. Oder einfach Geduld mitbringen. Bei uns heißt das nu it hudle. Nu it hudle. Ah, was haben wir denn da für zwei Säcke? Ich glaube, der hinterste ist erste bloß nicht mit der Ding jetzt in Reifen einstechen. Blattfuß brauchen wir jetzt keiner. Halt, da können wir gerade da. Einer hat es auch noch gefragt mit der Einstellung, was ich für Einstellungen habe, weil ich würde den Kopf nicht so viel drehen wie andere YouTuber, die der Kopf fast 90 Grad dreht. Ja, das habe ich dem geschickt. Wenn es euch interessiert, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich einfach mal ein kurzes Video von meinen Einstellungen. Halt, ein bisschen daneben. Jetzt sind wir drin. Oder? Ja, sind wir. Schauen wir mal, ob der das Gewicht hält, wenn ich den Arm komplett ausfahre, weil an der Sämaschine muss ich glaube auch ziemlich weit raus. Ich glaube, da ist besser, wenn ich auch von der Seite dran fahre, weil hinter dran ist noch sind die ganze Walz und Rech und das Zeug. Ich glaube, dass ich da von der Seite besser dran komme. Ein bisschen hochfahre. Mit mir realistisch. Ja, super. Wenigstens funktioniert heute mal eins, wenn schon sonst nichts funktionieren rollt bis jetzt. Mit dem realistischen Saatgut. Wenn ihr die Säcke nehmt, dann geht auch. Halt, jetzt. Wenn ihr die Säcke nehmt, realistisches Saatgut, die Säcke vom realistischen Saatgut, könnt ihr das Saatgut nicht auswählen. Nehmt ihr aber andere Säcke, zum Beispiel, ne, das ist da drüben auch realistisches Saatgut, Lizard-Säcke oder so, einfach nur Getreide-Saatgut oder einfach nur Saatgut von Lizard, dann könnt ihr auswählen. Also das ist, da könnt ihr zweigleisig fahren, dass ihr denkt, ah, da muss ich jetzt nur noch mit realistischem Saatgut spielen und so, da könnt ihr zweigleisig fahren, also das ist kein Problem. Ich lasse den gerade da stehen, wenn ich nachher nochmal nachfüllen muss. Genau. Ja, der kommt, den lasse ich gerade so stehen. Den werden wir wahrscheinlich so nochmal nachfüllen müssen. Jo, dann würde ich sagen, machen wir Timelapse ans Feld. Ich muss jetzt also erstmal schauen, wo das Feld ist. Das geht, glaube ich, gerade da Shop runter. Mit der ProSeed werde ich jetzt am Anfang neu spielen. Das muss ich erstmal noch ein bisschen reinfuchsen. Wie das Ganze funktioniert. Jetzt. Ja, das ist das Problem, wenn ich zu lang drauf drücke. Ja, doch, jetzt funktioniert. Ich habe jetzt gerade auch wieder zweimal. Jetzt habe ich gerade drauf gedrückt. Jetzt funktioniert es nicht. Hi. Jetzt.
Ja, das ist immer ein bisschen ein Problem. Ich habe jetzt zu lang drauf gedrückt, dreimal ist es gleich immer wieder aufgegangen. Ja, muss man sich dran gewöhnen. Ah ja, Gewicht brauchen wir noch eins. Genau. Komm, ich steige nochmal kurz aus. Warte, was nehmen wir dafür Gewicht? Gehen wir kurz mal in den Shop rein. Zack, die Bohne. Ja, die erste Aufnahme ist jetzt schon wieder ein bisschen chaotisch, weil ich jetzt auch schon wieder fast 2 Wochen da drauf gespielt habe. Aber das kriegen wir jetzt auch wieder in den Griff. Wenn ich jetzt wieder regelmäßig spielen kann, dann ist da auch nicht mehr so viel chaotisch. Das Gewicht hat 1,1 Tonne. Ja komm, das reicht. Wir nehmen das 1,1 Tonne Gewicht. Mehr brauchen wir nicht. So groß sind ja bei uns die Maschinen jetzt auch, dass wir da 5 oder 6 Tonnen oder weiß ich wie viel brauchen. Ah, wir haben da noch Gabel. Muss ich mal schauen, ob ich die an den Teleskoplader dran bringe. Ah, das ist aber mit der Sämaschine trotzdem ein schieres Gespann. Eieieiei. Da meinst du immer, die Sämaschinen sind vor dem Traktor klein? Ah, nee, sind sie nicht. Ist schon ein mächtiger Klopper da hinten dran. Und wenn die nur 3 Meter Arbeitsbreite hat. Komme ich jetzt da dran an das Gewicht? Nee, komme ich nicht. Komm, wir machen mal kurz auf unrealistisch. Ich drehe kurz mit Superkraft das Gewicht um. Ich komme da sonst nicht dran. Ich möchte jetzt nicht da stundenlang rumrangieren. Ich möchte es gerne noch mit euch aufs Feld. Super Stärke an. Zack, die Bohne. Ich möchte euch gerne mit noch aufs Feld nehmen zum Aussaat beginnen. Ach komm, legen wir das gleich da hin. Vielleicht kann ich es gleich ankoppeln. Muss da jetzt nicht nur lang. Ja, genau, so machen wir es. Damit das jetzt ein bisschen vorangeht. Zack, die Bohne. Dass wir jetzt noch aufs Feld kommen. Ausschalten. Anhebe. Ja, ah ja, jetzt sieht man gleich, wie er runter geht. Okay, super. Da muss ich aber erst mal kurz schauen, wie ich fahren muss. Das ist, glaube ich, irgendwo gleich nach dem Shop rechts rein. Ich werde es jetzt auch bei Erlerbach so machen. Ja, mal schauen, doch, vielleicht beschrifte ich es doch, wenn ich jetzt mal eine Folge mache mit purem Sound. Halt, du wartest jetzt. Mit purem Sound schreibe ich einfach dazu, purer Sound. Ja, das kommt bei euch, habe ich jetzt schon gemerkt, kommt bei euch auch immer wieder gut an. Nichts reden und einfach der geile Sound von deinen Schlepper genießen. Habe ich schon gemerkt, das kommt bei euch immer wieder, auch immer wieder gut an. Ich muss da vorne am Wald, glaube ich, rein. Oder hinterm Wald? Ne, ich glaube, hinterm Wald muss ich rein. Da ist es da, wo ich rein muss. Ja, ich glaube, da muss ich rein. Ja, ich bin jetzt voll in der Aussaat. Wir haben jetzt schon das halbe Feld fertig. Ja, wie lange bin ich dran? Vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten. Ja, so macht Spaß, wenn man einfach vorwärts kommt und man kann auch mal am Abend noch Erfolg aufnehmen, wenn man so ein kleines Projekt spielt. Jetzt ja, Little Farmer bei uns. So schockt es und so kommt man auch richtig vorwärts. Das ist auch der Grund, dass ich jetzt gern Big Farmer livestreamen möchte, weil wir da halt einfach auf große Fläche unterwegs sind. Und so können wir uns auch während dem Grubber oder irgendwelche Arbeit, die wir machen, können wir uns auch da während dem Livestreamen zusammen ein bisschen unterhalten. Genau, wir machen da jetzt eine Gerste drauf. Das ist unser letztes Feld. Ja, ich bin aber überlegen, mache ich auf die andere da mit darüber auch noch. Wenn wir da fertig sind, bin ich am überlegen, mal schauen, wie wir spät wir sind. Wir haben jetzt 16.24 Uhr. Ah, es geht halt schon wieder gegen Abend. Ich hätte jetzt vielleicht nur 1 oder 2 Hänger gern raus. Geerntet oder raus, wie nennt man das? Rausrode? Keine Ahnung, wir haben es nicht bei der Gelbrübe oder halt ja bei der Karotte. Wir sagen Gelbrübe, Karotte.
Aber ich glaube, das ist dann zu spät. Bis wir da fertig sind, wird es 5. Ja, obwohl, nein, nicht ganz 5. Aber es geht gegen Abend, wir müssen ja nachher noch Tiere füttern. Dann würde ich sagen, komm, wir spulen einen Tag weiter. Schauen wir mal, ob von den anderen Feldern schon was reif ist. Ich denke mal, dann wird es wohl ein bisschen stressiger werden, aber hey, dann brauchen wir mal eine Weile in die Spule und können wirklich voll die Tage durchziehen. Wir spielen da ohne GPS, ja, das war jetzt vorhin auch wieder ein riesen Ding mit der Sämaschine. Ich habe irgendwie den Arm an der Seite ausgeklappt. Ich habe die jetzt nochmal konfiguriert ohne Arm. Ich habe die Spurreißer gehabt. Hab die irgendwie, keine Ahnung, was ich da für einen Knopf gedrückt habe. Der eine ist runtergegangen und nachher konnte ich ihn nicht mehr ausfahren oder einfahren. Habe ich bestimmt bald jetzt eine halbe Stunde rumgemacht. Das war mir dann das Blöde. Jetzt habe ich mir die Sämaschine ohne Spurreißer konfiguriert. Mir spielt auf dem Projekt auch ohne GPS. Ja. Es soll ein kleiner Betrieb sein, ohne GPS. Sind ja kleine Felder, ja, die meisten Betriebe so Felder, die haben ja auch gar kein GPS. Vielmal können sie sich auch gar nicht leisten, so kleinere Betriebe. Aber solche Betriebe, wie jetzt zum Beispiel der, den man jetzt da aufbaut auf der Ellerbach, auch die haben bei uns schon GPS mit 120 Kühe, die haben dann meistens um die 200 Hektar Land. Also die Betriebe, die haben bei uns GPS, aber mir geht der jetzt einfach mal auf ohne GPS. Ich orientiere mich jetzt einfach, der Rand, wo gesät ist, ist die Mitte vom Schutzblech. Und dann bin ich eigentlich da ziemlich gut, dass es keine, ja, schaut, sieht es keine Spur wie jetzt da drüben. Da habe ich jetzt ein Stück vergessen. Da muss ich auch erst schauen, wo orientiere ich mich, dass es passt. Also ich mache Mitte Schutzblech und dann passt es von der Ding, von der Arbeitsbreite her. Und dann haben wir auch keine zu große Überlappungen. Genau, ja, da sind wir ja dann schon bald fertig. Ja, wir sind jetzt auch schon bald bei einer halben Stunde. Mal schauen, bei dem einen Feld, was ich da reinmache, wo Karotte jetzt aktuell drin sind, die werden wir auch noch rausroden. Ein kleiner Teil werden wir verkaufen. Vielleicht können wir ja schon ein bisschen von der Schulde tilgen. Wir haben jetzt gerade 249, also Schulden haben wir komplett, glaube die 849 oder wie viel das sind, 849.000 oder 79, so irgendwas. Also Schulden, da ist bei uns das volle Programm. Ja, da müssen wir einiges abbauen, aber ja, jetzt kommen ja die Tiere dazu. Sonnenblumenernte kommt, Sojabohnenernte kommt, da werden wir einen großen Teil verkaufen. Natürlich schauen wir es, dass wir es zum besten Preis verkaufen können. Einlager können wir es bei uns auf dem Hof mit, das heißt also schon ziemlich gleich verkaufen. Aber das schauen wir dann, was wir einlagern können. Ansonsten nehmen wir halt einfach die Verkaufsstelle, die den besten Preis bietet. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, ich mache da noch fertig. Dann füttern wir nochmal Tiere ein. Dann nehme ich euch nochmal mit. Nee, halt, das mache ich ohne Aufnahme. Aber dann am anderen Morgen, da muss ich ja auch wieder Tiere füttern. Da nehme ich euch dann wieder mit. Okay, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, like it vergessen. Abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.